Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zum neuen Let's Play. Ja, ich habe mir 4-2 ausgesucht, weil ich denke, neben Overlord, dass ich da ein bisschen mehr Spannung bräuchte und so, und habe ich mir einfach mal 4-2 geholt und dachte, das wäre nicht schlecht. Ja, ich habe noch nie gespielt. Ich werde es jetzt das erste Mal spielen. Und ich habe nur die Demo gespielt. Überhaupt. Und ich habe Angst vor dem Spiel. So, hier, was machen wir denn jetzt mal? Kampagne 4-2. Schwierigkeit normal. Passt so. Ja. Ich werde mir, glaube ich, ziemlich den Arsch weggruseln. Und ich kenne die ganzen Schockmomente ja nicht. Und ich werde schreien. Oder so. Sie wurden von einem Posten abgezogen, um an einer Spezialmission im Gewerbebezirk Auburn teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten, im privaten Wohnbereich von Genevieve Astrid vor der Arkham Technology Corporation vorzudringen und sie in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Sie wird ihnen Anweisungen geben, wohin sie zu bringen ist. Okay. Hi Leute, da bin ich wieder. Ja, diesen kleinen Teil hier kenne ich aus der Demo. Abschnitt 01, Vorwarnung. Ja, Hallöchen. Ja, noch keine Waffe in der Hand. Wie sind wir hier? Keine Ahnung, wo wir sind. Alles irgendwie zerstört und Drogenmodus aktiviert und so. Und ja, einfach mal reinspringen in die Scheiße. Mal sehen, was passiert. Wo bin ich? Hallo. Schön, dich Heilige zu sehen, Scheiße. Mein Lieber. Setz dich, Red. Ja, da kann man sich echt verjagen, ey. Das ist echt schlimm, Mann. Ja, kalibriere du mal meinen Visor. Gut, ich muss mich erstmal erholen, ey. Ich hab mich jetzt eben Was schon erschrocken. Von dieser Aristidussi? Ja, ja. Sag uns, was du weißt. Ja, ja. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Was? Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehre und ohne Mätzchen. Bleib locker. Hast du gerade gerüst? Kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. Centcom glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Wer bin ich denn? Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt! Ach du musst... Oh. Der Auftrag lautet, da ist die zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann! Was ist an dir so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Meine Meinung, Mann. Sei froh, dass wir nicht in die Armacom-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Ja. Heute haltet ihr, Jungs. Ab raus, Mann. Yo, sieht ja auch ganz hübsch aus hier. Maschinenpistole erhalten. Sieht doch schon mal nicht schlecht. Okay, das hab ich auch noch nicht gesehen hier. Da habe ich hier X. Es ist Schockgranate, Splittergranate,
Annäherungsmine und Brandgranaten. Ach du Schande hier. Das sind das hier. Wie kann ich denn? Boah, irgendwie hast du mich gerade erschrocken. Hallo. Ich drehe mich nur so um, ne? Und dann erschrecke ich mich vor ihm. Boah, der Sound dröhnt mir gerade irgendwie ins Ohr. Ich muss mal eben ein kleines bisschen leiser machen hier. Ich hab den gerade schon leiser gemacht. Ja. Man. Okay. Zurück. Oh. Schau dir das an. Mann, das nenne ich mal edel. Das sieht ganz geil aus hier, meine Mann. Diese Wassereffekte. Wie sieht's aus? Alles ruhig. Yo. Okay, gehen wir hinein. Wo sollen wir denn hinein? Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Das einzige Pendel, das ich kenne, besteht aus Papier. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Nee, da kommst du jetzt drauf. Mit wir meint er natürlich wieder mich. Das ist typisch in solchen Spielen. Ich sage dir immer so, ja, wir müssen einen Weg finden, wie wir hier diese Scheiße beerben. Ich hab was davon. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. Oh Gott. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich dem Blut nachzuurteilen. Na, geil. Beeilt euch, Leute. Irgendwie habe ich jetzt schon Angst hier. Ich spring mir hier doch irgendwas ins Gesicht. Die schmeißen mir gleich irgendwas zuteil. Oh. Das sind aber viele Stufen. Schwabbelmodus. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufe Das Tor ist zu, So, also, einfach drüber jumpen. Und... Och, nö. Jetzt geht das hier schon los, Alter. Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir hier schon Taschenlampe benutzen. Er wird ja schon... Hast lang gebraucht. Oh, du Jude. Beckett hat die Aussicht bewundert. Hahaha. Es gibt Ärger. Los Kriechen. Jetzt. C, okay. Oh, wenigstens habe ich ein paar Kumpels hier. Und la. Okay, hi. Oh. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist der blockiert. Lecker. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es. Das war witzig. Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristid finden. Jetzt. Ich glaube, der... Haben die gerade gesagt, der ist verblutet? Die Treppe? Ich meine, ist doch klar, dass er irgendwie verblutet ist. Ja, wir sollen Treppe laufen jetzt. Sollen wir hier mit rein? Na los, Beckett! Nicht schon wieder! Keegan, was oh ist Gott! Los? Oh Gott! Was war das denn für ein Rumgeschwabbel? Du Hurensohn! Hast gehört? Du bist ein Hurensohn! Verdammt. Er blutet! Ne! Ich stütze ihn! Stokes, er ist schön mit mir, ganz ehrlich. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm? Naja, er überlebt. Ja. Hm. Geht hier einfach weiter, ich meine. Und du hier, was bist du denn für einer? Er guckt auch schon sehr komisch. Der ist auch kein guter Tag heute. Oh, das ist eine schöne Aussicht hier. Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schon voll gebockt. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Wieso sagst du mir das per Funkgerät, wenn du neben mir stehst? Ich pop's dir gleich an. Ja, hallo. Kontakt. Bereit machen. Was, bereit machen? Abknallen. Wow. Okay. Ja. Hi. Sofort hierher mit euch. Ja, komm. Ach, er ist schon tot. So, er sammelt das automatisch ein, das Zeug. Alter, wer schreit denn hier so? Irgendwie kann man hier so Zeitlupe aktivieren, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe es vergessen irgendwie. Nicht auf SRG, auf Alt, auf. Hast du nicht gesehen Dingsbums-Taste? Wow! Guck mich nicht so an. Hinter dem Tisch. Hinter. Wo ist denn? Wo ist hier ein Tisch? Hier ist kein Tisch. Ja, zeig dich mal. Hallo.
So geht das. Sieht gut aus. Ja, sieht ganz schön tot prima, aus. Beckett. Wie kann ich denn sprinten oder so? Kann ich das nicht? Seltsam. Maschinenpistole nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Alles klar. Hey, Beckett, hier drüben! Ups. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Ihr geht hier durch, anstatt ich sag, du gehst da durch. Och nö, och nö. Ey. Sauerei. Du? So. Treppensteigen. Wo steckst du? Treppensteigen. Jetzt darf ich hier. Jetzt darf ich ganz alleine hier rumspacken oder was? Das hört sich schon mal nicht gut an. Sprint. Alt-Taste. Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, jetzt das haben die aber toll gemacht. Die haben mich ja überhaupt nicht getroffen. Was sind das denn für Vollidioten? So, hallo. Sind hier ein paar Kumpels? Hier ist Genevieve Aristide. Hören Sie mich. Ja? Beeilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vanex Leute. Das oh Gott. Ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Dreckarbeit. Ja, der perverse Killer. Geil. Finden Sie mich. Bin ich tot. Ja, dann bist du tot. Ich sag's dir. So. Können wir hier durch? Wir müssen hier durch, okay? Aber, Alter, klatschen hier schon solche hier. Boah, das ist doch fies, ey. Da schreckt man sich doch erst recht. Ey, Medibag. Und eins habe ich rausgefunden in der Demo. Eins habe ich rausgefunden. Leute werden bestraft, wenn sie sich umdrehen. Ich werde euch das noch zeigen. Granate werfen. So, hier. Spielt mal eine Runde. Oh, was machst du denn hier? Ja, warte. Mega Kick Attack. Okay, was war das jetzt? Stirb, 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 stirb. So, wo ist er? Oh. So. Einfach einmal boxen, dann fällt er um. So macht man das heutzutage. Da schießt man nicht mehr auf Leute, da rennt man einfach zu ihnen hin und haut die. Dann sind die tot, ja. Ist da noch einer? Okay, doch. So. Musik hat aufgehört. Glaube ich. Und dann können wir mal jetzt hier so ein bisschen. Ja, was ist denn hier los? Maschinenpistole. Hallöchen. So, das sieht doch schon hier nicht so freundlich aus. Komm, gleich kommt doch hier. Dieses Geräusch jetzt gerade eben. Ich sag euch, sowas wird echter kommen. Öfter. Nicht echter. Öfter kommen. Und wenn man sich dann umdreht, dann wird man bestraft. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Es ist wirklich sehr schlimm. Ja? Mehr Typis. Jetzt haben die zwei ab. Ja, spring da drüber, du Vollidiot. Wieso sind die so blöd? Elender Waschlappen. Wieso Waschlappen? Ich habe euch gerade abgeknallt. So, habt ihr noch ein bisschen Muni hier oder so? Ja, geil. Oh, wir haben jetzt schon so derbe viel Muni, ey. Brauchen wir überhaupt so viel? Wow, hi. Geheime Menschen. Oh Gott, jetzt kommt hier schon diese vercreepte Musik, ey. Oh ne, ich will das Spiel gar nicht spielen. Boah, Maschinenpistole voll. Ich muss nicht da rein, oder? Ich muss da nicht rein, oder? Oh, bitte sag mir, dass ich da nicht rein muss. Jetzt kommt diese Kackmusik.